Wir kommen jetzt auf Röhm nach List. Und das Wichtigste ist, man muss beachten, das Schild dort, was Annette jetzt mal filmt. Bitte fahren Sie direkt an das Verkaufsfenster. Dann geht es auch viel einfacher. Haben wir natürlich überlesen. Wir haben erstmal schön geparkt, wie der Kollege da hinten auch. So, jetzt geht's zum Schalter und jetzt gucken wir mal, ob das auch alles funktioniert. Oh, das mit dem Ticket, das hat ja geil geklappt. Wir fahren nur in die Schlange rein, die sehen unser Kennzeichen, haben schon, dadurch, dass wir schon vorgebucht haben, sagen gleich, ach, Familie Sukop, kriegen unser Ticket für die Rückfahrt. In Reihe 3 müssen Sie sich einordnen. Super, bin begeistert. So, und jetzt stehen wir in Reihe 3 und können, glaube ich, sogar die Fähre eine Stunde eher nehmen. Wir sind natürlich eine Stunde zu früh mal wieder, wie immer. Aber lieber zu früh, als die Fähre verpasst. Jetzt fahren wir endlich mal wieder auf eine Fähre. Vielleicht hätte ich vorher mal ein bisschen aufpumpen sollen hinten, aber ach, das geht schon so, glaube ich. Ja, das geht so. So gebollert. Irgendwelche Klappen. So, jetzt fahren als nächstes wohl die LKWs runter. Wir müssen hier noch ein bisschen in der Schlange stehen bleiben. Die ganze Überfahrt, das waren jetzt ungefähr 11 Kilometer und hat gedauert für 45 Minuten. Bezahlt haben wir 145 Euro. Das hatten wir vorher schon gebucht. Ging dann ganz gut, musste man am Schalter nur einlösen, habe ich die Rückfahrkarte noch gekriegt. Man darf im Auto sitzen bleiben, wenn man möchte. Auf- und Abfahrt von der Fähre geht eigentlich ganz gut. Ich habe hinten die Luftfedern von 2,5 Bar auf 4 Bar vorher aufgepumpt, aber ich glaube, das hätte ich noch nicht mal machen müssen. Und ja, jetzt können wir hier gleich runterfahren. Wir sind fast die Letzten. So, man sieht es am Vordermann, wie viel was Bodenfreiheit heißt. Und hinten guckt er auch, dass man wirklich nicht aufsetzt. Und hat dir nochmal geklopft, dass alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, diese Abfahrt eben hier, die war deutlich steiler als die Auffahrt auf der anderen Seite in Dänemark. Aber ich glaube, da war es ganz gut, dass wir aufgepumpt haben vorher. Aber dafür hatten wir die Dinger auch. So, jetzt sind wir auf dem Festland und das erste Mal auf See. Wir sind nicht auf dem Festland, wir sind auf einer Insel. Stimmt. Das ist ganz komisch, wenn man von einer Insel zu einer Insel fährt mit Fähre. Ich weiß auch nicht, warum die nicht hier einfach mal was Richtiges hinbauen. Guck, da steht es. List auf Sylt. Lust auf Sylt? Ja, das kriegen wir ja vielleicht auch. Ja, jetzt lass mal hier irgendwo halten.
Jetzt haben wir hier im Blick den Leuchtturm in Hörnum. Haben wir mit dem Fahrrad erreicht, war jetzt vom Campingplatz Rantum ungefähr 10 Kilometer. Und das ist der Blick aufs Meer hier. Und wir gucken, ob wir jetzt mal irgendwie diesen Leuchtturm erreichen. Vielleicht können wir ja sogar nach oben. Oh, nach 4 Tagen verlassen wir den Campingplatz in Rantum auf Sylt. War eine schöne Zeit hier. Nur leider hatten wir von den 4 Tagen 2 Tage nicht so schönes Wetter. Das war leider schade. Jetzt geht's mit Hedwig nochmal zur Entsorgung. Bevor es dann auf die Fähre von List nach Dänemark geht. Ist okay. Oh. Oh. Wir stehen jetzt hier an der Entsorgungsstation. Frischwasser kann man auch gleich tanken. Chemiekassetten soll man hier bitte nicht entladen. Anfahrt geht endlich mal super gut. Mussten auch nicht warten. Die Sonne scheint, weil wir verlassen jetzt diese Insel hier. Jetzt geht's auf die Fähre zurück. Wir hatten jetzt eigentlich um 12.30 Uhr, oh, diese Pieperei nervt. Warte mal, ich fange gleich nochmal an. Ja, hatte ich oben schon mal gesagt, ich fange an ein bisschen rumzuquatschen, blöd. Wir hatten für 12.30 Uhr reserviert, sind aber um 10.30 Uhr noch mit drauf gekommen, nachdem wir auf der Wartespur standen. Auffahren auf die Fähre geht wunderbar. Wir haben hinten Luftfahrwerk auf 5 Bar gepackt. Mal gucken, wie es jetzt beim Runterfahren läuft. Überfahrt hat 40, 45 Minuten gedauert. Hin und zurück haben wir bezahlt 144 Euro. Und es ist wesentlich entspannter hier diese Fähren bei der Einweisung raus und reinfahren als auf irgendwelchen südländischen Fähren wie nach Sardinien oder ähnliches. Die sind doch wesentlich hektischer beim Einweisen. Hier ist es ziemlich locker. So, wir dürfen am längsten auf der Fähre bleiben. Das ist doch klasse, oder? Das 3-Kammer-Kühlfahrzeug fährt erstmal. Und das ist der Einweiser. Ich glaube, der hat richtig Bock auf seinen Job. In seiner Pause streicht er immer. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auf der wieder mit zurückfahren. Man sieht das immer schon unten auf dem Fußboden, wo die Spuren sind, wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht aufsetzt. Aber das hat hier wunderbar geklappt wieder mal. So, nach der Fähre jetzt wieder die... Luftfedern so auf 2,5 Bar runter bei uns.
dann senkt er sich hinten so rund 4 cm ab. Jetzt geht's von Ronn aufs Festland. Ja, kostet noch nicht mal Maut hier in Dänemark. Das ist gut.